Adam 9 Jahre behauptet. Ich erkenne mehr Schachpartien der offiziellen Schachweltmeisterschaften nur anhand der Schlussstellungen als Schachweltmeister Anatoli Karpov. Adam und Anatoli bekommen jeweils 4 Schlussstellungen von offiziell anerkannten Schach-WM-Finals gezeigt. Sie müssen die Namen der beiden Spieler, das Austragungsjahr sowie den Sieger korrekt benennen. Wer mehr Partien richtig benennt, gewinnt das Duell. Bei Gleichstand gibt es ein Stechen. Klein gegen Groß. Auf, los geht's. Los! Und hier ist deine erste Aufgabe. Schau es dir in Ruhe an. Michael Botanik, Michael Thal, 1961. Und Michael Botanik wird Weltmeister. Das Ganze fand statt in Moskau und das ist die richtige Antwort. Sehr guter Auftakt. So, Herr Karpov, bitte auch für Sie. Hier ist Ihre erste Aufgabe. Das war Spassky und Fischer in Reykjavik im Jahr 1972. Spassky hat mit den Weißen gespielt, hat seine Niederlage eingestanden und Fischer hat gewonnen. Auch das ist absolut korrekt. Auch für Sie der erste Punkt. Glückwunsch. Ich habe das Gefühl, das wird ein ganz enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier ist die nächste Aufgabe für Adam. Magnus Carlsen, Sergei Kajakin, 2016. Und der Magnus Carlsen ist Weltmeister geblieben. Geblieben heißt, er war es vorher schon? Ja. Und das ist richtig, diese Antwort. In New York fand die Partie statt. Zweiter Punkt für Adam und nächste Aufgabe für Anatoli Karpov. Das war ein ungewohntes Ergebnis, weil der Favorit damals Alexander Aljochin hieß. Aber er hat seinen Titel mit Max Euwe verloren. Das war im Jahr 1935. Er hat mit Weiß gespielt und Aljochin hat verloren. Und es fand statt in, wissen Sie noch, wo die Partie stattfand? Die haben in verschiedenen Städten in den Niederlanden gespielt. Und all das ist absolut korrekt. Richtig. Es steht 2:2. Und die dritte Aufgabe für Adam. Siegbert Tarasch, Emanuel Lasker, 1908. Und der Emanuel Lasker ist Weltmeister geblieben. Und wo kamen die beiden her? Emanuel Lasker kam aus Deutschland. Und Siegbert Tarasch auch. Ja. Ja. Richtig ist das, was du sagst. Und damit dritter Punkt für Adam. Ein deutsches Weltmeisterschaftsfinale. Und hier ist die dritte Aufgabe für Anatoli Karpov. Oha. Da sind aber mal noch eine Menge Figuren auf dem Spielfeld. Das war der letzte Wettbewerb für Bad Wienig, als er noch ursprünglich Weltmeister war. Stattgefunden hat das Spiel 1963 in Moskau. Aber Bad Wienig hat verloren, konnte nicht mehr Weltmeister sein. Er hat ein Remis angeboten und Tigran Petrosyan hat es angenommen, ist damit Weltmeister geworden. Eine tolle Partie und alles, was Sie dazu gesagt haben, stimmt damit. Der dritte Punkt auch für Anatoli Karpov. Adam, deine letzte Aufgabe. Da, wo es eben besonders viele Figuren waren, sind es jetzt besonders wenig.
Garry Kasparov, Anatoly Karpov, 1984 bis 85, und der Anatoly Karpov blieb Weltmeister. Mhm. Wenn du sagst 84 bis 85, dann hört sich das so an, als ob die Partie sehr lange ging. Hm? Nicht die Partie selbst, sondern der Wettbewerb. Aha, siehst du? Das war der längste Wettbewerb eigentlich in der Schachgeschichte. Und Anatoly Karpov hat seinen Titel verteidigt, ist Weltmeister geblieben. Und du bist absolut richtig mit deiner Antwort. Adam, dein vierter Punkt. So, die letzte Aufgabe für Anatoly Karpov. Die letzte Aufgabe also. Diese Position kommt aus dem Topalov Anand Kampf. Da ging es um die Weltmeisterschaft in Sofia, Bulgarien. Das war im Jahr 2010. Da erinnere ich mich noch gut, weil ich selber auch bei diesem Spiel anwesend war. Alles, was Sie gesagt haben, war nicht nur Karaschor, das war sogar Otschen Karaschor. Das stimmt, damit steht es 4-4. Und die Entscheidung muss das Stechen bringen. Adam, komm zu mir. Hier ist die alles, jetzt muss ich richtig schnell sein, die alles entscheidende Aufgabe. Sorry. Das gibt's doch nicht. Ja, alles gut. Aber der Kleine war schneller, ne? Oder? Können wir das noch einmal kurz zeigen? Oh. Also, hast du es gesehen, Adam? Mhm. Ja? Welche Hand lag unter deiner? Seine. Mhm. Das heißt, Anatoly Karpov darf sich vielleicht, wenn er jetzt richtig antwortet, mit einem weiteren Titel schmücken. Und ich bin gespannt. Also, wenn ich mich nicht täusche, da war das vor meinem Spiel mit Kasparov das längste Schachspiel überhaupt. Und zwar zwischen Capablanca und Aljochin. Also Aljochin wurde dann nach diesem Spiel Weltmeister in Argentinien. Und in welchem Jahr? Die Information fehlt uns noch. Ja, ja, 1927, ganz einfach. 1927. Adam, was sagst du? Hat sie alles ganz gut angehört, ne? Ja? Ja, na, Adam weiß Bescheid, so ist es, ne? Im Schach wie im Leben. Aber Adam, wir haben uns von allem überzeugen können, was du alles weißt und was du alles kannst. Und ich glaube, wir werden noch ganz viel von dir hören. Aber das Schachduell gewinnt Anatoly Karpov. Adam, komm mal runter. Noch viele Siege in der Zukunft, das wünsche ich dir.